Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, wie ihr gerade gesehen habt, World of Warships. World of Warships ist jetzt der dritte Ableger von Wargaming, World of Tanks, World of Warplanes und nun World of Warships. World of Warplanes ist ja der Ableger mit den Flugzeugen, war jetzt nicht unbedingt so meins, ein bisschen unkoordiniert das Ganze, vielleicht liegen mir auch Flugzeuge einfach nicht, keine Ahnung. World of Tanks habt ihr einige und noch viele Replays und Tutorials auf meinem Channel und hier dann nun World of Warships. Ich bin einer der glücklichen wenigen, die einen Zugang zum CBT, zum Closed Beta Test erhalten haben. Und habe mir noch gar nichts angeschaut, möchte einfach mit euch so die ersten Schritte in das Spiel wagen und mir das Ganze jetzt mal angucken. Das Ganze sieht so aus. Hier habe ich mir den Launcher schon mal runtergeladen, ist identisch zum World of Tanks Launcher, nur halt für World of Warships. Bin echt mega gespannt. Hoffe drauf, dass die Flugzeugträger richtig geil sind. Habe so ein bisschen den Eindruck bekommen in den Alpha-Videos, in den Alpha-Tests, dass dort die Flugzeugträger ein bisschen wie ein Sniper sind aus der weiten Distanz. Keine Ahnung, ich lasse mich einfach mal überraschen. Aber was jetzt hier beim Beta-Test gleich auffällt, ihr startet das Spiel und landet gleich in einem Trailer, in einem Video nebenbei. Sieht ja schon echt geil aus, muss ich sagen. Oben seht ihr, wir sind bei Version 0.3.0 und ein paar zerquetschte. World of Tanks ist ja mittlerweile kurz vor 9.7, also ein kleiner Vorsprung, aber mal gucken. Gehen wir mal rein. So sieht die ganze Oberfläche erstmal aus. Unsere Garage, die natürlich jetzt ein Hafen ist. Ein bisschen unter Wasser unsere Garage. Irgendwie eine Leitung geplatzt. Ich meine, sieht natürlich schon ganz hübsch aus. Mal kurz in den Einstellungen. Ja, passt. Möchte ich nicht ganz so. Bei World of Tanks habe ich so bei mir eingestellt, dass ich ohne Musik spiele. Hier lasse ich es aber einfach mal ein bisschen drinne, um einfach das Flair ein bisschen zu genießen. Daumen Zeppelin, aha. Okay. Gut, unten haben wir ein amerikanisches Schiff, ein Kreuzer, die Erie, ein Patrouillenkanonenboot mit einer Verdrängung abseits der Richtlinien des Washingtoner Flottenabkommens mit einem Kreuzer Artillerie bewaffnet. Wurden zwei Schiffe der Erie-Klasse gebaut. Im Zweiten Weltkrieg schützten sie den Bereich des Panamakanals. 1942 wurde die Erie vom deutschen U-Boot U-163 torpediert und wurde gestrandet, um ein Sinken zu verhindern. Alle Versuche, das Schiff wieder flott zu machen, waren ergebnislos. Okay, noch ein bisschen Background-Wissen. Überlebensfähigkeit 9, Artillerie 23, Flachs 3, Manövrierbarkeit 27 und Verborgenheit 78. Gut, das sind so die Werte, die es hier wohl gibt für die einzelnen Schiffe. Gucken wir uns den japanischen Ableger, auch ein Kreuzer, an. Hat mehr Überlebensfähigkeit. Gut, das sind jetzt alles für mich momentan natürlich Werte. Wie viel das, oder wie sich das im Spiel nachher auswirkt, werden wir dann testen. Oben haben wir jetzt wieder Hafen, Module. Also hier haben wir auch die Möglichkeit, dann den Rumpf zu verstärken. Und die Hauptbatterie. Aha, Feueranlage erhöht die Feuerreichweite, was natürlich geil ist. Gibt es hier für den jetzt noch nicht. Motorleistung natürlich auch wichtig. Rumpf, momentan Panzerung 6 bis 88 mm. Achso, gleiche Panzerung, aber Kampfvermögen. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass das eventuell die HP sind. Ich weiß es nicht. Werden wir ja nachher gleich sehen. Feuerrate hier kann auch verbessert werden von 12 Schuss in der Minute auf 7,5. Dafür längere Bewegung für 180 Grad. Kehre, gehe ich mal von aus, Drehung. Okay, Forschung. Jetzt wird es interessant. Wir haben einen russischen, also UdSSR hat einen Kreuzer, den man sich dann für Gold kaufen kann. Stufe 3. Okay, und ansonsten gibt es bisher amerikanischen Baum. Auch hier haben wir zwei Premium-Schiffe. Ein 7er Kreuzer. Gleich auffällt natürlich nachher im höheren Bereich, steigt natürlich die Manövrierbarkeit anscheinend extremst, wenn ich jetzt mal hier oben gucke. Oder liegt es am, scheint am Schifftyp zu liegen. Das sind Zerstörer, Kreuzer sind mittelmäßig manövrierbar und Flugzeugträger sehr langsam, wobei das schon echt geil aussieht. Da bin ich mal gespannt drauf. Also. Gut, müsste man jetzt nachher dann nach und nach halt auch die Stärken der einzelnen Schiffe rausfinden. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit World of Tanks. Der Flugzeugträger ist für mich einfach, denke ich mal, Art Artillerie bis CD aus dem Background zu wirken. Kreuzer. Also Zerstörer waren, glaube ich, die mit der meisten Feuerpower. Das heißt, das sind die dicken Dinger. Japan sieht es ähnlich aus. Gut, bei mir war es jetzt auch bei World of Tanks so, dass ich echt von den ganzen Panzern vorher null Ahnung gehabt habe, jetzt teilweise vielleicht auch noch nicht so, aber ich bin halt übers Spiel reingekommen und genauso geht es mir gerade hier bei World of Warships. Irgendwo Hintergrundwissen zu den einzelnen Schiffen, wie es damals war oder irgendwelche Sachen habe ich soweit nicht. Ich lerne praktisch durch ein Spiel, soll es ja geben. Und wenn ihr da irgendwelche Tipps habt, wenn ihr da irgendwelche Meinungen habt, schreibt es natürlich unten in die Comments. Ich bin einfach gerade extrem heiß drauf, mit dem Schiff in See zu stechen. Gucken wir uns mal das Profil an. Was kann man hier machen? Tja. Unten sehen wir auch Multiplikator mal 1,5. Ich weiß jetzt nicht, ob das der Dauermultiplikator ist oder ob das eine Art Tagesgefecht ist. Werden wir aber auch gleich sehen. Gut, was fällt uns noch auf? Wir haben hier oben wieder Kreditpunkte und... Chester? Gut. Kann man nicht kaufen, das heißt, ein Premium-Tank kann ich mir jetzt so noch... Premium-Tank, sag ich. Premium-Schiff kann ich mir jetzt so noch nicht holen. Vielleicht bekommt man Piasta ja noch irgendwo durch irgendwelche Sachen. Division erstellen wird wieder Zug sein. Anzahl Spieler auf dem Server, 1000 Stück. 1013. Okay. Spielserver ist der Closed Beta Test Server, EU. Ich bin's. Ah, hier kam ich. Piasta. Ja, schon klar. Da kann man dann tauschen. So, die üblichen Funktionen, Premium-Account und ich sag einfach mal Gold. Nimmt mir das jetzt nicht übel, aber Gold zu Credits tauschen. Wahrscheinlich wird das wird der Wechselkurs genauso schlecht sein wie bei World of Tanks, aber die Funktion soll ja gegeben sein. Gut. Wir sind auf dem Closed Beta Test Server, also testen wir das Ganze jetzt einfach mal. Koop-Gefecht, zufällige Karte und Gefechtsszenario. Teamauftrag, zerstören Sie alle gegnerischen Schiffe oder erobern Sie die gegnerische Basis. Auftrag Kreuzer, Zerstörung gegnerischer Zerstörer und Kreuzer. Verbündete mit Flakfeuer schützen. Okay. Wird ein Kriegsschiff angegriffen, wenn Sie nach Back- und Steuerbord zickzack. Ich alte Landratte. Eieiei, das kann ja was werden. Okay. Okay, WASD. Der Griff ist drauf. Ihr seht unten links gleich die Anzeige, wie viele Knoten wir dann machen können. Praktisch halbe Fahrt voraus und so weiter. Ihr kennt das ja. Achso, aha. Wenn ich auf D drauf bleibe, kann ich maximal in eine Richtung oder wenn ich ein bisschen damit spiele, halb, genauso wie in die andere Richtung. Okay. Leute, ich hoffe, ihr vergebt mir. Ich werde wahrscheinlich so extrem verkacken. Aber ich freue mich jetzt schon drauf. So, gucken wir mal das Ganze an. Wir können natürlich auch rauszoomen. Auch den Sonnenuntergang genießen. Richte Geschütz aus. Achso, okay. Wenn das Geschütz ausgerichtet ist, praktisch uns folgt, ihr seht das, die gelbe Markierung, jetzt ist sie ausgerichtet. Ich glaube, dann könnte ich feuern. Okay. Irgendwer folgt mir. Bogi, hallo Bogi. Oh. Mich ran? Hey. Was machst du? Schalte ich mir auch mal einen Gang höher. 2 Eries. Jetzt hat er Fahrt rausgenommen. Ist natürlich jetzt so, da schon der erste Gegner. Cunningham. Chester. Chester ist der Schiffstyp. Wir sehen auf der Map auch hinter der Insel dort. Steht unter Beschuss. Dort eine Erie. Mach's natürlich komplett falsch wahrscheinlich gerade. Bisschen vorhalten. Ich habe meinen ersten Treffer gemacht, ich werde... Er brennt! Er senkt ihn! Jawohl! Jetzt erstmal orientieren hier, wo fahre ich überhaupt hin? Den Pfad rausnehmen, damit wir besser wenden können. Ein bisschen Karibik. Nein. Tatsache. Hört ihr es im Hintergrund? Das hört sich ein bisschen an wie Captain Jack Sparrow Musik, Alter. Oh, schöner Hit. Ich habe ja natürlich schon ein bisschen geluschert in anderen Videos, sag ich mal. Wow, Alter, nächster. Ich schwör's, meine erste Runde. So, gucken wir mal weiter. Ab geht's. Jetzt versenken wir dich. Der ist in einen reingefahren. Oh, und ich staub ab. Obwohl, war ein fetter Hit. 5,8 oder so. Das hat er mir gerade angezeigt. Okay, wo sind die nächsten? Ich halte mich mal links. Ihr seht auf der Map, auch die grauen sind wahrscheinlich die ganzen, die gesunken sind. Momentan stehen 3 Kills auf meiner Uhr. 2-mal durchbrochen, 3-mal in Brand gesetzt. Ihr seht, dass dort diese, oben rechts diese Belohnungen oder so sind. Das System, wie gesagt, müsste ich mir auch noch angucken. Da hinten ist ein Gegner. Oh, Wahnsinn, Alter. Ich mache einen Kunstschuss. Bäm! Und, kommt runter, kommt... Ah, nee, oder? Na, fast aber. Ein bisschen weiter vor. Und. Fast. Versuchen wir es mit ihm hier vorne. Treffer. Ich muss bloß ein bisschen aufpassen, dass ich natürlich nicht hier irgendwo gegenfahre. Ist natürlich noch die Orientierung noch nicht so... drinne. Bäm! Voll erwischt! Variieren? Ich habe einfach mal R gedrückt. Ich hoffe, dass das so... So, hat sich erstmal in Deckung gebracht. Wir schießen natürlich, wie ihr seht, die ganze Zeit mit HE und panzerbrechend ist die Zweitmunition. Ich muss jetzt mal gerade gucken, dass ich wende. Gucken wir mal, was da hinten ist. Da ist einer auf Grund gelaufen. Gucken wir uns den mal an. Ist natürlich ein leichtes Ziel. Das wollen wir jetzt natürlich nicht verpassen. Oder? Nicht auf Grund gelaufen, er steht einfach nur rum. Wow. Was ist denn? Die schießen zurück. Was ist das? Jetzt hat er am Braten gerochen. Jetzt müssen wir wieder ein bisschen vorhalten. Natürlich aufpassen, dass wir hier keine Insel ran. Hört auf mich zu schießen. Versuchen wir es mal mit Panzerbrechen, mal gucken, was dann passiert. Die brenne, die lösche ich gar nicht. Panzerbrechen fetzt irgendwie nicht. Macht kaum Schaden und bin gleich tot. War der letzte? Wahnsinne! Sorry, wenn ich jetzt gerade ein bisschen still war, aber ich war halt, ja, gerade ein bisschen im Match, ein bisschen beschäftigt. Gut, was kriegen wir jetzt gesagt? Es war ein Sieg. Wir haben es geschafft. Erhalten 22.989 Credits, 585 EP. Ich habe 75 Zieltreffer gesetzt. Ich habe zweimal auf die Zitadelle geschossen, beziehungsweise getroffen. 3 kritische Treffer. 4 Schiffe versenkt und 5-mal im Brand gesetzt. Hier habe ich eine Option, kämpfe weiter. Wahrscheinlich könnte ich dann gleich ins nächste Random gehen, was eigentlich auch eine coole Funktion ist, bevor man immer wieder in die Garage und zurück, Teamwertung. Bam, bam, badam. Bin ich. Ja, man muss sich das nur alles so richtig hindrehen. Nach EP, ne, beste. Strike. Ja, gut gelaufen, würde ich sagen. Wie gesagt, 4-mal in Brand gesetzt. Kann man da noch ausführlichen Bericht, kann ich mir anzeigen lassen, was ich bei wem gemacht habe. Gut, die, jetzt wäre eine Erklärung cool, was welches Symbol bedeutet. Gut, das kann ich eventuell, weiß ich nicht. Ich hätte jetzt im ersten Moment gesagt, irgendwie in Brand gesetzt, aber das soll wohl ein Schiff sein. Silhouette. Kann ich so nicht sagen. AP Granatentreffer 1422, HE Granatentreffer 24.000, also für mich steht, glaube ich, fest, was ich schieße. Durchschläge 8, Treffer, abgefeuerte Torpedos 0. Habe ich Torpedos? Oh Gott, ich muss mal erstmal gucken, wie man das überhaupt macht. Okay, kann man hier noch... Nein. Basiseroberungspunkte verringert. Da war jemand in unserer Basis? Auch gar nicht drauf geachtet. Erhaltener Schaden. AP und HE. Ja gut, die haben mit beiden geschossen auf mich. Irgendwie habe ich ein bisschen besser mit HE, finde ich, Schaden gemacht. Kroat, ja. Gut, 585 im ersten Moment klingt für mich wenig. Natürlich ohne Premium, ja. Kann ich jetzt auch nicht, habe ich keinen Vergleich zu, um zu sagen, ey, war das jetzt so top geführt? War es eine geile Runde? Wie gesagt, 4 versenkt, ordentlich Schaden gemacht eigentlich. Kann ich hier noch einzeln was aufklicken? Nee, kann ich nicht. Ja gut, hier kann ich zurück zum Hafen. Neue Stufe im Wehrpass. Zufallsgefechte. 2 Spielerteams stehen sich auf dem Schlachtfeld gegenüber, verfügbar im Gefechtsmodus. Kreditpunktebonus, 25.000 Credits. Aha, cool. Aha, okay. Könnte ich direkt... So, das ist wie so ein kleiner Miniatur-Forschungsbaum, den man hier an der Seite hat, wenn man auf Module klickt, wo ich hier sehe, ich kann jetzt erforschen den besseren Rumpf, damit ich mehr HP habe. Natürlich wollen wir den. Einbohren für 640. Schnäppchen würde ich sagen. Jetzt mal gucken. Ich meine, die... Panzermodelle sehen natürlich schon auch echt geil aus. Auch die Details, sag ich jetzt mal. Hübsch. So, und dann wollen wir natürlich auch bessere Flak einbauen. Ja gut. Dann habe ich wieder das gleiche. Welche Werte habe ich hier? Ich habe hier im Prinzip momentan zählt nur die der Schadenswert, die Feuerrate und die Drehgeschwindigkeit. Irgendwas wie Durchschlag gibt es hier noch oder gibt es hier nicht. Hier mache ich mehr Schaden, habe eine schnellere Feuerrate und ein 2 Sekunden längere Drehzeit für aber einen Schwenkbereich von 180 Grad. Also praktisch einmal von links nach rechts. Von Backbord zu Steuerbord. Natürlich nehmen wir die. Scheint der Knüppel hier oben zu sein. Also ich muss sagen, echt gefällt mir jetzt schon. Mal gucken. Credits habe ich jetzt noch reichlich. Das hat gerade echt Punkte gebracht, auch mit dem Bonus. Ich muss hier nochmal rauf gucken. Jetzt kann ich ein Zufallsgefecht auswählen. Was kommt da noch so? Tägliche Aufträge, die ich dann freischalten kann, wenn ich ein Zufallsgefecht wahrscheinlich gefahren bin. Dann freie Erfahrung. 5% der in Gefechten verdienten Erfahrung geht zusätzlich in freie Erfahrung. Geil. Hier gibt es nochmal 3000 freie Erfahrung als Bonus. Boah, da gehen wir ja richtig ab. Sie können Erfahrung nur von Elite- und Premium-Schiffen umwandeln. 25 nicht verteilte EP für... Ja gut. Ein Piaster. Das kennt ihr ja von World of Tanks. Ihr könnt Elite, also Erfahrung umwandeln in freie Erfahrung von euren Fahrzeugen, die vollkommen erforscht sind, oder von Premium-Schiffen. Verhältnis wieder 25 EP zu einmal Gold. Wird ein Schiff oder Modul im Baum erforscht, wird freie Erfahrung erst verwendet. Wenn alle nicht verteilten Erfahrungen aufgebraucht wurde. Ja, ist klar. Punkt 5. Schiffskapitän. Durch in Gefechten verdienten Erfahrung kann der Kapitän des Schiffes Fertigkeiten meistern. Boah, da habe ich auch geschafft. Ne? Thema Fertigkeiten und Perks war ja auch immer ein sehr, oder ist ein sehr wichtiges Thema bei World of Tanks. Wie sich das bei den Schiffen verhält, welche Möglichkeiten es dort gibt, das wird wieder schön viel Spielkram. Wird ein Kapitän einem anderen Schiff zugewiesen, muss er umgeschult werden, um wieder voll einsatzfähig zu sein. Bis zum Abschluss der Umschulung ist der Effekt der Fertigkeiten um 50% verringert. Okay. Ja, das ganze System wird vielleicht anders sein. Freue ich mich drauf. Den Kapitänsfertigkeitsbildschirm rufen Sie auf, indem Sie auf das Kapitänsbild im Schiffsparameterfeld klicken. Ja, gucken wir uns dann an. Dann haben wir Verbesserung. Verbessern Sie verschiedene Systeme des Schiffs, um seine Gefechtsleistung zu verbessern. Boah, das wird so geil. Verbesserung beeinflussen alle Module dieses Typs, die mit dem Schiff kompatibel sind. Ja, das wird wahrscheinlich Zubehör sein. Ihr kennt es ja von World of Tanks, Ansetzer und so weiter. Die Anzahl für ein Schiff verfügbaren Verbesserungen hängt vom Schiffstyp ab und von der Schiffsstufe. Um ein Schiff zu verbessern, gehen Sie... Ja, okay. Okay, gut. Ja. Wehrpass, und hier ist die Zusammenfassung. Mein Wehrpass, das ist alles. Zusammenfassung, ey, ich habe schon einen Sieg. Oder zählt das im Koop nicht? Ein Spielerteam kämpft gegen... Ah, kapiert. Koop-Gefecht, wir gegen Bots. Ist ja fast wie bei World of Tanks. Ist das euer Ernst, das da so zu schreiben? Naja, okay, müsst ihr wissen. Dann würde ich auf Zufallsgefecht gehen und dann in die nächste Runde. Aber das natürlich in der nächsten Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin echt begeistert. Wir sehen jetzt hier, das war das Tagesgefecht mal 1,5, okay. Bin sehr gespannt drauf und werde noch einige Folgen machen. Ich hoffe, euch hat es, wie gesagt, gefallen. Ein Däumchen wäre echt geil. Wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Ideen oder Anregungen habt, schreibt es unten in die Comments. Verfolgt meinen Channel, abonniert ihn und bis dahin noch viel Erfolg auf dem Schlachtfeld.